Hallo, ich habe eine kleine Datenbank in Access erstellt, die meldet sich mit diesem Formular. Ich habe hier eine Videoverwaltung. Diese Videoliste hat der YouTube-Freund Andreas Theos veröffentlicht. Das sind hier Excel-Videos, Videos so PowerPoint zu Outlook, zu der ganzen Microsoft Office-Palette. Und die verwalte ich halt hier in der Datenbank. Und hier habe ich eben ein Formular angelegt und das ist gleichzeitig ein Suchformular. Ich habe hier oben zwei Suchfelder. Ich kann mir also hier Daten herausfiltern. Beispielsweise suche ich jetzt mal hier nach Power. Dann sehen wir, wird die Anzahl der Videos hier schon reduziert. Und ich sehe in der Kategorie, die gibt es hier bei Excel und bei PowerPoint. Dann kann ich hier das weiter eingrenzen über die Kategorie, indem ich sage, dann zeigt mir mal hier nur die PowerPoint-Videos an oder nur die Excel-Videos. Die Suchfelder sind also miteinander verbunden und wir können die Suche also hier kombinieren. Und hier habe ich auch nochmal einen Schalter zum Filter löschen. Dann sehen wir, kriegen wir hier wieder alle Datensätze angezeigt. Das funktioniert also, ohne dass wir hier ein langes Programm schreiben müssen. Wir kommen mit sehr einfachen und wenig VBA-Anweisungen aus. Damit dürfte eigentlich jeder zurechtkommen. Dieses Formular basiert auf einer Abfrage und aus dieser Abfrage werden wir eine Parameterabfrage machen und werden als Parameter die Werte in die Abfrage übernehmen, die wir hier in die Suchfelder schreiben. Und ich will das Ganze jetzt einfach nochmal hier von vorne aufbauen. Zunächst haben wir hier zwei Tabellen, einmal die Videos und die Kategorien, die sind extra. Ich habe also die Datenbank normalisiert. Die Kategorien sind hier über einen Fremdschlüssel und den Primärschlüssel verbunden. Und dann erstellen wir hier zuerst einmal eine Abfrage. Gehen wir hier auf Erstellen in den Abfrageentwurf, dann kriegen wir hier unsere Tabellen angezeigt, klicke ich mal an Videos und Kategorien. Das können wir schließen. Wir sehen, hier ist die Verknüpfung gleich hergestellt und ich will hier mir die Felder Kategorien, Videotitel, Dauer und Link und wann ist das veröffentlicht worden. So, dann gucken wir uns das mal an. Okay, das ist dann schon der erste Schritt, dass wir die Abfrage hier haben. Die Parameter, die wir dann eintragen, dazu kommen wir später. Zunächst mal speichere ich das ab und vergebe hier einen Namen. Und zwar soll das hier Abfrage Videos heißen. Mal das bestätigen. Und dann bleibe ich jetzt hier mal gleich auf dieser Abfrage stehen. Und jetzt erstellen wir uns ein Formular. Wir gehen wieder hier auf Erstellen, Formulare, klicken hier weitere Formulare und nehmen hier oben mehrere Elemente. Wir sind jetzt hier in der Layout-Ansicht und ich schalte mal um in die Entwurfsansicht. Und jetzt legen wir die Suchfelder an. Zunächst brauchen wir hier ein Kombinationsfeld für unsere Kategorien. Klicken wir an und ziehen uns hier das mal auf. Dann erscheint der Assistent, den brechen wir ab. So, dann brauchen wir ein Textfeld für die Titel. Und als drittes brauchen wir hier so eine Schaltfläche für das Löschen der Filter. Auch hier öffnet sich ein Assistent, auch den brechen wir an der Stelle ab. Ich formatiere das jetzt erstmal hier alles ein bisschen, dass das ordentlich aussieht und melde mich dann zurück, wenn ich damit fertig bin. Ich habe das Formular jetzt formatiert und das sieht jetzt hier also schon ziemlich ordentlich aus und ich wechsle hier zurück in die Entwurfsansicht. Ich habe hier, was wichtig ist, natürlich den Feldern jetzt Namen gegeben nach der Namenskonvention, also das Kombinationsfeld für Combobox CBX Kategorien. Das Feld für die Suche nach den Titeln ist ein Textfeld, also TXT Titel und die Schaltfläche hier für Comment Filter löschen. Und hier müssen wir jetzt für die Kategorien noch festlegen, wo der die Daten hernehmen soll. Gehe hier auf die Datensatzherkunft und wir klicken hier die drei Punkte an und kriegen hier die Tabellen geöffnet. Fügen wir die Kategorien dazu. Und dann nehmen wir uns die und lassen uns die aufsteigend sortieren.
Dann können wir den Abfragegenerator schließen und die Meldung hier mit Ja bestätigen. Dann gehe ich jetzt in die Formularansicht und wir sehen hier, unser Kombinationsfeld ist mit den Daten gefüllt. So, die Felder sind also eingerichtet. Jetzt müssen wir natürlich hier noch festlegen, was denn passieren soll, wenn wir hier Suchbegriffe eingeben. Wechsel also nochmal in die Entwurfsansicht. Und hier gehen wir jetzt auf Ereignis nach Aktualisierung. Also nachdem hier ein Wert eingetragen wurde, gehen hier nochmal auf die drei Punkte und wechseln jetzt in den VBA-Modus. Und da sagen wir ganz einfach, wenn hier ein Eintrag gemacht wurde, dann soll der die Abfrage aktualisieren, also Requery. Das war es dann hier schon für dieses Feld. Gehen wir hier zurück. Auch wenn hier ein Eintrag vorgenommen wurde, dann soll er mir dieses Feld auch oder die Abfrage hier aktualisieren. Und dann gehen wir hier nochmal zurück und beim Filter löschen, dann hier beim Klicken, da soll er dann das Feld CBX, ja, kriegen wir, der Assistent hilft uns ja hier, dann soll dieses Feld leer gemacht werden und auch das Textfeld mit den Titeln. Und wenn die Felder leer sind, dann muss natürlich die Abfrage wieder aktualisiert werden, sodass er uns dann alle Datensätze anzeigt, wenn wir kein Suchkriterium angegeben haben, also Requery. Ja, und das ist hier schon alles, was wir an VBA benötigen, um die Suchabfrage zu starten im Formular. Ich speichere das jetzt ab, benenne das hier noch um Formular Abfrage Videos. Dann können wir hier den VBA-Modus verlassen. Klicke hier nochmal an. Ja, die Festlegung im Formular, die haben wir getroffen und jetzt müssen wir diese Werte, die wir hier also eintragen, die müssen wir jetzt der Abfrage übergeben. Ich schließe deshalb jetzt das Formular und öffne unsere Abfrage in der Entwurfsansicht und hier haben wir die Kriterien, die wir jetzt hier einfügen. Ich gehe mal hier auf Aufbauen, damit wir das hier oben besser sehen. Ich möchte hier mit Platzhaltern arbeiten. Das bedeutet, wenn hier kein Eintrag ist, dann soll er mir alle Daten anzeigen und nur wenn ein Eintrag ist, dann entsprechend des Eintrages mir das ausgeben. Und wenn wir hier mit Platzhaltern arbeiten, dann müssen wir das einleiten mit wie. Und der Platzhalter ist hier das Sternchen und wir verknüpfen jetzt mit dem kaufmännischen und das Formularfeld. Und da gebe ich zunächst hier Formular ein und hier kriegen wir wieder einen Assistenten, der uns hilft. Der soll also aus den Formularen, dann zeigt er mir die Formulare an, die wir erstellt haben. Wir haben hier bloß das eine. Wieder ein Ausrufezeichen und wir sind jetzt hier bei den Kategorien, also brauchen wir hier die Combo-Box. So, dann haben wir jetzt das hier übergeben, also die Eintragungen, die in dem Feld Kategorien im Formular dann vorgenommen werden, die sollen hier als Kriterium in die Abfrage übernommen werden und mit dem kaufmännischen und verknüpfe ich jetzt hier nochmal einen Platzhalter und bestätige das. So, und dasselbe machen wir jetzt für das Textfeld Titel, wieder wie, Sternchen und Formulare, Ausrufezeichen, das Formular Videos und aus dem Formular brauchen wir das Textfeld Titel und noch einen Platzhalter hinterher. Bestätige das mit OK, kann das schließen und speichern natürlich nicht vergessen. Ja, und dann haben wir schon das erledigt. Wir können jetzt das Formular öffnen. Wir sehen, wir kriegen hier alle Daten angezeigt und jetzt probieren wir mal das aus, ob das hier funktioniert. Ich lasse mir mal hier die PowerPoint-Videos anzeigen. Wir sehen, das funktioniert. Ich suche jetzt vielleicht nochmal nach Formen. Okay, und wir gucken, ob hier der Button Filter löschen auch funktioniert. Jawohl, hier unten kriegen wir wieder angezeigt. 768 Datensätze haben wir. Man kann hier beliebige Felder noch dazufügen und so die Suche immer weiter eingrenzen. Ich habe das hier mal jetzt so belassen. Ich möchte noch schnell zeigen, wir haben ja hier die Links und wenn ich den jetzt hier anklicke, passiert hier überhaupt nichts, obwohl die blau eingefärbt sind und unterstrichen, also wie man das so kennt. Aber die Links hier im Formular, die sind noch nicht scharf gemacht sozusagen. Das möchte ich jetzt hier noch schnell machen. Ich
gehe hier wieder in die Entwurfsansicht, gehe in das Feld hier link, klicke hier nochmal auf Ereignis und lege das jetzt fest beim Klicken, denn wenn wir hier auf den Hyperlink klicken, dann soll er das Video ja starten. Ich wechsle nochmal hier in den VBA-Modus und da sagen wir ihm jetzt mit dem Befehl Follow Hyperlink, also folge dem Link Me, und das Feld heißt Link, können wir übernehmen, nochmal abspeichern, schließen, und ich gehe hier nochmal in die Formularansicht hinein und wir probieren das jetzt mal aus. Ich klicke jetzt hier mal das an und wir sehen, mein Browser öffnet sich mit dem dazugehörigen Video in YouTube. Es funktioniert also. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, beim Nachbasteln. Okay.